why you tripping, baby? You know you invited. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Told you nothing going down, but you ain't like it. I told you nothing going down, are you excited? So if you wanna solo, go and get the money. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Bodeblock. In der entspannten Zwangsferienzeit für alle. Und ja, ich komme gleich mal zum Thema. Wir fahren heute ganz entspannt zu einem Kumpel und mit dem fahre ich dann ein bisschen rum. Mal schauen, ein paar neue Orte entdecken. Was ich euch übrigens nur schwerstens empfehlen kann, fahrt einfach mal in der Umgebung rum und schaut mal, was es so für Spots gibt. Also ihr glaubt nicht, was ich schon für geile Spots in der Nähe entdeckt habe, egal ob es so Enduro-mäßig ist oder vielleicht sogar ein Wheelie-Spot, den man neu entdeckt. Fahrt einfach mal rum und nutzt jetzt die Zeit, je nachdem, ob ihr Ausgangssperre habt oder nicht. Der Kollege, zu dem wir jetzt fahren, der fährt eine 690 SMCR von 2017 oder 15, eins von beiden. Und ja, ist bei Instagram relativ bekannt. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Ich werde seinen Namen mal einblenden. Sumo Knight 222. Genau, und ziemlich geiles Teil, muss ich sagen. Super designt. Warum hab ich das Ding nicht? Ist mir einfach ein bisschen zu schwer. Und ich stehe lieber auf unzuverlässigen Scheißkram aus China. No front an der Stelle. Ja, also ich denke mal, man hört jetzt nur noch extremst Rauschen, weil ich schon wieder hier mit 84 unterwegs bin, wie ein Wahnsinniger. Ja, bin mal gespannt, was der Sprit heute kostet, denn tanken muss ich auch noch. 1,20, ja. Ist schon geil um die Zeit. Ich sag nur Wirtschaftskrise, die ist das incoming, beziehungsweise schon längst da. Genau. So, dann sind wir auch gleich schon da. Boah, Alter. Einmal hier links und ich hoffe, dann sehe ich ihn schon. Ah ja. So, wir sehen uns gleich wieder. Ey, kack, ich glaube, die hat nicht aufgenommen. Also seid da vorne zumindest. Oh fuck. Egal. Also ich hoffe, die Kamera hat aufgenommen, weil die hat sich gerade einfach ausgeschaltet. Oh! Und das wäre... war ein bisschen schwammig. Und das wäre ein bisschen gay. Okay, nee. Die Jagdstand sieht schon mal gut aus. Ah, doch, hier bin ich schon mal hochgefahren. Ja, da gehe ich erstmal gucken, bevor ich da runterfahre. Ich sehe schon, dass er nicht mehr hochkommt. Scheiß Ständer hier. So. Das klassische Problem. So. Jetzt schauen wir mal hier. Was geht eigentlich?
Alter, ist ja geil, oder? Der Boden ist halt hässlich, aber nice. Also da kann man auf jeden Fall, naja gut, also wenn man genug Schwung hat, dann geht's halt. Ey, na klar können wir da hoch, Junge. Und wenn wir nicht hochkommen, wird's halt ein lustiges Video. Das waren seine letzten Worte. Das passt schon. Oh Mann, Alter. Okay, das wird sehr entspannt. Boah, Junge, das ist ja ein richtiges kleines Enduro-Paradies hier. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht in irgendwelchen giftigen Chemikalien unterwegs, so wie der See da aussieht. Oh! Matsch! Ist das Matsch oder sieht das nur so aus? Ja, das ist Matsch. Ja, okay, dann, ich würde sagen, da drüben geht's auch hoch. Ja, jetzt habe ich erstmal einen Motorschaden. Anlauf nehmen jetzt und dann perfekt. Lass auf jeden Fall so wieder zurück, wie wir gekommen sind, oder? Was? Lass so zurück, wie wir gekommen sind! Was? Ja, das war geiler. Weiß nicht, vielleicht geht's auch da lang. Nee, da kommt dann Zeit, da ist dann Feierabend. Ach so, ja, dann ist Feierabend, okay. Also rumdrehen. Ja, ich glaube, ich werde jetzt taub. Na los, mach noch mal. Alter Junge. Alter, das geht gar nicht klar. Unglaublich laut. Junge, Junge, Junge. Das, ja? Nee. Nee? Weil meine Ohren sind jetzt eh taub. Ja. Hm. Okay, guter Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut. Why you trippin', baby, you know you ain't like it. Acting like you know what's up, but you ain't psychic.